Wir versuchen einmal einen Bewusstseinstest zu machen. Ich habe da eine Kleinigkeit aufgesetzt. Das schalte ich jetzt einmal ein. Da übertrage ich den Bildschirm ganz kurz. Ich will da nicht so arg in die Worte gehen. Das müssen wir wegmachen. Das müssen wir wegmachen. Habt ihr den Text? Ja. Ja. Das soll jetzt so der Überschrift für dieses Selbstgespräch werden. Da ist es das erste Mal Holofeeling hier der absolute Bewusstseins-Selbsttest. Dieser Bewusstseins-Selbsttest zeigt und erklärt Ihr Geist, wem sonst eine Information, einem Gedanken kann nichts erklärt werden. Was du Geist selbst bist, ein ewiger, unveränderlicher Geist und was deine ständig wechselnden, vergänglichen Informationen sind. Einen Lebenstraum erlebt einzig der Geist, der bewusst träumt. Aber nicht der von dir Geist ausgedachte Protagonist des Traums. Das bist du Geist selbst als Homo person somnium, das heißt als unbewusste Person und Hauptrolle im Traum. Deine ebenfalls nur ausgedachten Traumantagonistenrollen erleben diesen Traum auch nicht. Das ist also der Aufhänger für dieses Video. Und es ist so unendlich wichtig, dass man das versteht, etwas versteht, was eigentlich sich von selbst versteht, in dem Moment, wo man Bewusstsein ist. Jetzt ist die Frage, wie kann ich überprüfen, ob man Bewusstsein ist? Du kannst dir jetzt tausende von Videos anschauen über Gehirnforschung, über Bewusstseinsforschung, über Esoterik. Alle versuchen dir das zu erklären, aber keiner bringt es auf den Punkt. Es gibt einen hundertprozentig sicheren Test, ob du Bewusstsein bist oder nicht. Den kann man in 3 Sekunden machen. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Bewusstsein. Alles, was du dir jetzt ausdenkst, hört nichts. Es sind deine Informationen. Alles Existierende ist vergänglich. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst und das nicht akzeptierst und Holofeeling keine Aufmerksamkeit widmest, hast du ein Riesenproblem. Ich sage immer wieder, keine Drohung, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du anfängst, dich für das Wesentliche in deinem Leben zu interessieren, nämlich für das, was du selbst bist. Das ist der Sinn dieses Lebens.